Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Johann Gottlieb Fichte. Und damit Sie sich das besser merken können, habe ich Ihnen hier ein kleines Nadelbäumchen mitgebracht. Ich bin, also ich war, Philosoph und großer Kant-Fan. Sie wissen schon, Immanuel Kant, Aufklärung, ne? Der hatte ja gesagt, dass der Mensch das Ding an sich, also ich sage jetzt mal so ein Nadelbäumchen hier, an uns für sich, nicht wahrnehmen, sondern nur als Erscheinung wahrnehmen kann. Also ich gehe jetzt einen Schritt weiter und sage, alles hängt vom Betrachter ab, also vom Geist, also von mir. Ich. Nee, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es geht darum, dass das Ich die Welt bestimmt. Naja, und der gute Fichte ist in den 1790ern Professor in Jena. Und das wird der Hotspot der Frühromantik mit dem ganz heißen Scheiß. Wo zum Beispiel sie hier rumhängen, die Schlegel Brothers, die das total cool finden, was der Fichte so erzählt. Das ist so cool, der Geist schafft sich die Welt, das ist fast wie die Matrix. Wir gründen jetzt eine neue Dichtung, in der der Dichter total frei ist. Und Friedrich Schlegel schreibt 1798, die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Also alles wird nach und nach, immer weiter, progressiv, ja, poetisiert, klar? Wir schaffen das Universalkunstwerk, machen die ganze Gesellschaft poetisch und der Dichter ist frei, frei, frei. Einer von ihren Kommilitonen ist Friedrich von Hardenberg. Komm, ich nenne mich jetzt nur Wales, ja? Und er schreibt wenig später, die Welt muss romantisiert werden. Wie mache ich das? Na, ich mache sie bedeutungsvoll, unheimlich, unbekannt. Oh nee, jetzt ist meine 15-jährige Verlobte gestorben. Jetzt schreibe ich die Hymnen an die Nacht. Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. Was ich sagen wollte ist, also die Nacht und die Sehnsucht ist uns Romantikern schon ganz arg wichtig. Ja, und der Shakespeare. Wir haben ja den Shakespeare neu übersetzt. Entschuldigung, zusammen mit mir, Ludwig Tieck, ist das klar? Der Tieck hat übrigens auch ganz tolle Kunstmärchen geschrieben. Wir lieben ja so die einfachen Sachen aus dem Volk, die Volkslieder, die Märchen. Das haben wir vom Sturm und Drang geerbt, also vom Herder, der hat auch so eine Volksliedsammlung gemacht. Entschuldigung, ich war eigentlich noch nicht fertig. Mein Hauptwerk ist der Roman Heinrich von Ofterdingen über den Dichter des Nibelungenliedes. Wow, cool! Der träumt nämlich von einer blauen Blume. Mega, das wird unser Symbol für die Romantik. Dann stirbt seine Frau. Es wird ja immer besser. Leider ist er aber nur Fragment geblieben, der Roman. Super, besser geht's nicht. Das Fertige ist uns Romantikern ja total verdächtig. Ja, aber trotzdem seid ihr in Jena jetzt mal fertig und wir kommen nach Heidelberg zur Hochromantik. Mein Name ist Clemens Brentano und ich gebe mit Achim von Arnim hier die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn raus. Wir haben auch ein paar von unseren Eigengedichten reingeschmuggelt. Ja, und wir sind Jakob und Wilhelm Grimm und wir sammeln stattdessen Märchen und erfinden nebenbei übrigens noch die Germanistik. Der Jupp von Eichendorf, das ist auch ein Kumpel von uns hier, der hat übrigens auch ganz tolle Märchen geschrieben, Kunstmärchen, naja und Gedichte, ne? Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Ach cool, ja. Wir wandern ja auch übrigens total gern, wir Romantiker. Ich selber bin beispielsweise in die Arme der Heiligen Mutterkirche zurückgewandert. Und da könnt ihr ja noch ein bisschen weiter wandern. Wir schalten jetzt mal um nach Berlin zur Spätromantik. Mein Name hier unten ist E.T.A. Hoffmann. Aber die Schüler dieser Welt kennen mich vielleicht eher als Mr. Sandmann. Ja, das ist eine von meinen düsteren, unheimlichen, oft auch ziemlich ironischen Geschichten wie Der goldene Topf. Ironie war uns Romantikern ja überhaupt sehr, sehr wichtig. Das unterscheidet uns zum Beispiel von einem Klassiker wie dem Schiller. Der war ja total humorbefreit. Naja, und ich bin Wochentagsjurist und höchstens mal ein bisschen Musiker, Sonntagszeichner und abends bis spät in die Nacht ein sehr, sehr witziger Autor. Ja, ich bin übrigens auch in Berlin, Friedrich de la Motte Fouquet, berühmt für meinen One-Hit-Wonder Undine. Naja, es ist aber trotzdem ein schönes Märchen. Aber viel schönere Märchen schreibt mir hier in Schwaben Wilhelm Haufisch, mein Name. Ich gehöre zum Kreis der schwäbischen Romantiker. Ja, da gibt es noch ein paar andere, aber die müssen wir uns jetzt gar nicht merken. Wichtig ist noch, die Romantik ist ein europäisches Phänomen. Dieses Virus greift von Deutschland aus auf andere Länder über. Und sie findet in der Literatur genauso statt wie in der bildenden Kunst. Wir sehen hier hinten einen Caspar David Friedrich. Und in der Musik. Entschuldigung, und was hat das Ganze jetzt mit Rumknutschen bei Candlelight und Kuschelrock zu tun? Nix. Außer, dass das Ganze auch meistens nachts stattfindet und in der Vorstellung viel schöner ist als in der Realität. Und das, meine Damen und Herren, war die Epoche der Romantik. Vielen Dank.